Hallo. Hoi. Ich heiße Kari. Ich heiße Moritz. Ich komme aus Berlin. Ich bin Verbrunnen. Ich spreche Standarddeutsch aus Deutschland. Und ich rede Südtiroler Deutsch von Südtirol. Wir sind heute in Bozen in Südtirol. Südtirol ist eine autonome Provinz im Norden von Italien. Und hier gibt es tatsächlich eine ziemlich große deutschsprachige Minderheit. Und Moritz ist einer von den Menschen, die hier mit Deutsch als Muttersprache aufgewachsen sind. Genau, 70% von den Leuten hier circa sprechen Deutsch, also Südtiroler Dialekt. Ich bin zum Beispiel aus Brunneck, da spricht man einen Pusterer Dialekt. Jedes Tal hat ein bisschen seinen eigenen Dialekt. Aber wir verstehen uns alle ziemlich gut eigentlich und wir kommen auch gut mit den italienischsprachigen Leuten hier aus. Es ist eine gute Mischung jeden Tag. Und wir wollen jetzt mal gucken, wie ihr hier Deutsch sprecht. Wir haben eine Liste mit Wörtern für euch. Da zeigen wir euch einige Wörter, die anders sind. Auch einige, die ähnlich sind. Und ihr könnt jetzt mal schauen, ob ihr in Südtirol die Menschen verstehen würdet. Eins. Eins. Zwei. Zwei. Drei. Drei. Vier. Vier. Fünf. Fünf. Sechs. Sechs. Sieben. Sieben. Acht. Acht. Neun. Nein. Zehn. Zehn. Relativ ähnlich. Relativ ähnlich. Wir machen weiter mit den Wochentagen. Montag. Montag. Dienstag. Dienstag. Oder auch Erster. Das sagen ältere Leute. Mittwoch. Mittwoch. Donnerstag. Donnerstag. Oder bei älteren Leuten wieder Finster. Finster. Freitag. Freitag. Samstag. Samstag. Sonntag. Und Sonntag. Ihr sprecht also das G nicht aus, sagt Sonntag. Genau, alternativ gibt es auch Sonntag, Samstag, also IG statt A. Wir gehen zur Lieblingskategorie Essen. Essen ist wirklich, also es gibt Wörter für verschiedene Lebensmittel, die sind wirklich regional unterschiedlich. Da merkt man auch in Deutschland große Unterschiede. Und ihr habt hier auch, sag ich mal, ein paar italienische Einflüsse mit drin. Ihr sagt zum Beispiel nicht Eis, sondern? Gelato. Also wenn ich sage, möchtest du ein Eis essen gehen? Möchtest du Gelato essen gehen? Blumenkohl. Karfiol. Blumenkohl mag ich gar nicht. Karfiol mag ich überhaupt nicht. Nudeln. Nudeln oder Pasta. Pasta. Das finde ich sehr lustig. Das klingt gut. Also wie die Pasta aus dem Italienischen, aber dann eingedeutscht sozusagen. Genau. Pasta. Genau, aber ich glaube, man sagt mehr, einfach Nudeln. Nudeln. Das Brötchen. Da Bims oder ist Brot, aber Bims, der Bims. Für belegtes Brot. Der Bims ist ein belegtes Bims Brot. Bims mit hartem P. Bims. Genau. Ich hätte gerne ein Käsebrötchen. Ich hätte gerne Bims mit Käse drinnen. Schön. Tomaten. Paradies oder Tomaten. Also das ist wie im Österreichischen. Genau. Ja. Garnelen. Gamberetti. Ist auch italienisch, nehme ich an. Das folgende Wort ist aber, kommt nicht aus Italien, schätze ich. Oder aus der italienischen Sprache. Frikadelle. Das weiß ich nicht. Was haben wir? Fleischkrapfel, okay. Das benutzt du nicht so oft, weil du Vegetarier bist. Genau. Aber das Wort gibt es schon hier. Weil ich Frikadelle jetzt nicht mal weiß, was das ist eigentlich. Also ich hatte das nicht gewusst, was das ist. Ach, du kennst das Wort Frikadelle nicht? Na. Okay. Also Fleischkrapfel. Ja, in Norddeutschland sagen wir Frikadelle oder in Westdeutschland. In Süddeutschland sagt man auch Fleischpflanzerl zum Beispiel. Okay. Pilze. Fungi. Knoblauch. Knöfler. Das Croissant. Ist Brioche. Ein schwarzer Kaffee. Ein schwarzer oder ein kurzer. Ein kurzer. Ich sage ein Eis in der Waffel. Ich sage ein Eis auf dem Kono. Auf dem Kono. Eine Aubergine. Eine Melanzane. Eine Paprika. Ein Peperoni. Das sind alles die italienischen Wörter. Also ihr benutzt halb italienische Wörter, halb deutsche Wörter. Kommen wir jetzt zu der schönen Kategorie Alltagsobjekte. Da fangen wir mal an mit das Handy. Das Cellulare. Das Cellulare, das ist auch eine schöne Mischung aus Deutsch und Italienisch, ne? Mein Handy ist kaputt. Mein Cellulare ist hin. Toll. Das T-Shirt. Ist Leibele. Ist Leibele. Ähnlich wie in Österreich, Leibal, das Leibal. Genau. Auf meinem T-Shirt ist ein Kaffeefleck. Auf meinem Leibele ist ein Kaffeefleck. Dann habt ihr ein interessantes Wort für einen Minivan oder einen kleinen Bus.
Apulmino. Ist auch ein italienisches Wort, genau. Schätze ich. Ja. Ja. Und wenn ihr eine Delle im Auto habt, vielleicht bist du rückwärts gefahren, hast nicht geguckt, jetzt hast du eine Delle im Auto, dann sagst du nicht, ich habe eine Delle im Auto, sondern... Ja, eine Tega im Auto. Ich habe eine Tega. Woher kommt das? Tega? Keine Ahnung. Die Tüte. Ich bin im Supermarkt und kaufe eine Tüte. Ich bin im Supermarkt und kaufe ein Sackel. Ein Sackel. Wie in Österreich, ne? Das finde ich spannend. Das ist jetzt kein Alltagsgegenstand mehr. Je nachdem, wo man ist. Vielleicht, wenn man auf der Farm lebt, dann braucht man das. Das Pferd. Ein Rüss. Oder Rüss. Ja. Oder ein Hütter. Ein Hütter. Ich bin mit dem Pferd zur Arbeit geritten. Passiert das hier, Lede? Nein, ich bin mit dem Ross zur Arbeit gegangen. So stelle ich mir das Leben in Südtirol vor. Jetzt kommt ein gutes Wort. Das Taschentuch. Die Rotzbloche. Aber ist eher schon ein vulgäres Wort. Ja. Und sonst ist Sacktüchel. Sacktüchel. Hast du ein Taschentuch für mich? Schon ein Sacktüchel für mich. Achtung, aber Sacktüchel ist das aus Stoff. Ah. Und das andere nennen wir einfach Tempo. Tempo. Also die Marke, da gibt es einfach nur, es gibt Papiertaschentuch, gibt es nicht, es gibt nur Tempo. Tempo. Benutzen wir auch, ist eigentlich ein Markenname in Deutschland. Wir benutzen das Synonym für Taschentuch. Hast du ein Tempo für genau. mich? Ja. Der Führerschein. Ist Patent. Das Patent. Ja. Das ist ein ganz anderes, also wir benutzen das Wort Patent auch, aber so wie man es auch, ist das auch ein englisches Wort? Das Patent, wenn ich etwas anmelde, ich habe was erfunden, dann melde ich ein Patent an. Und du sagst, ich habe meinen Führerschein verloren, weil ich zu schnell gefahren bin. Würdest du sagen? Ja, und ich habe das Patent verloren, weil ich zu schnell gefahren bin. Wir machen weiter mit dem Thema Personen. Da gibt es ein paar Unterschiede, aber auch nicht überall welche. Zum Beispiel, ich sage der Vater. Tata. Tata. Oder Vater. Der Vater. Mein Vater lebt in Bozen. Mein Tata wohnt in Bozen. Und die Mutter? Meine Mama wohnt in Bozen. Oder Mutter. Mutter. Und wie ist es bei Tochter? Entweder Tochter oder Gitsche. Oh. Und der Sohn? Bui. Der Bui. So wie Bub, ist das genau. ein ähnliches Wort? Genau. Der Bub sagt man zum Beispiel in Bayern und du sagst der Bui. Der Bui. Und das Mädchen? Die Gitsche. Die Gitsche. Und das heißt Mädchen und Tochter? Genau. Die Gitsche. Du bist ein nettes Mädchen. Willst du mit mir gehen? Du bist eine nette Gitsche. Magst du mit mir gehen? Ja, wenn du so ankommst, würdest du sagen, vielleicht. Klingt nett. Die Patentante und der Patenonkel. Die Tota und der Tete. Das ist lustig. Das klingt jetzt ähnlich zum Schwäbischen, wo es die Dodo und den... Ich habe schon wieder vergessen, wie das hieß, aber das ist jetzt schon ein bisschen ähnlich zum schwäbischen Deutsch. Jetzt hören wir mal die Pronomen im Südtiroler Dialekt. Ich. Ich. Du. Du. Er. Er. Sie. Sie. Es. Es. Wir. Mir. Ihr. Es. Es. Ihr seid tolle Zuschauer. Es seid coole Zuschauer. Und Sie. Sie. Bei Präpositionen, die Orte beschreiben, gibt es wirklich große lokale Unterschiede, auch in Deutschland übrigens. Wenn ich jetzt sage, ich gehe hinauf, was sagst du dann? Ich gehe Augen. Augen! Wie die Augen? Genau. Ich gehe auf den Berg rauf. Ich gehe auf den Berg Augen. Wow. Und wenn ich jetzt wieder runter will vom Berg, dann sage ich, ich gehe den Berg runter und du sagst? Ich gehe vom Berg Ochen. Ochen. Augen und Ochen. Also wie Augen und Ohren, kann man sich gut merken. Ne? Augen gehen immer nach oben und die Ohren, die gehen immer nach unten. Hinein. Inni. Inni. Ich gehe ins Rathaus hinein. Ich gehe ins Rathaus, Inni. Ich komme aus dem Rathaus wieder raus. Ich komme vom Rathaus außer. Außer. Komplett anders als bei uns. Und da sind so die Punkte, wo ich als Deutsche dann hier nichts verstehe. Oder sogar vielleicht das Gegenteil. Ich denke dann halt... An Augen, wenn du sagst, wir gehen den Berg Augen, dann denke ich so, hä, was machen wir denn mit unseren Augen auf dem Berg? Drumherum. Ich gehe ums Rathaus herum. Ich gehe ums Rathaus dummidumm. Dummidumm.
Das klingt fast, als würdest du mich verarschen, wenn du mir das sagen würdest. Das klingt so wie... Nein, es scheint wirklich so. Dumm wie dumm. Reden wir nochmal, Moritz, über ein paar typische Verben, die anders sind. Ihr sagt ihr auch regnen? Regnen, ja? Genau. Ja. Aber ihr habt noch ein anderes Wort? Wenn es richtig regnet, sagt man schiffen. Das sagen wir bei uns auch, ist aber eher stark umgangssprachlich. Also. Genau, hier schon auch. Aber würdest du zu deiner Mutter, würdest du zum Beispiel sagen, Mama, es regnet oder Mama, es schifft? Wenn es extrem regnet oder so geht, Mama, es schifft. Okay. Naja. Schlafen. 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 Ich schlafe gerne morgens lang. Ich schlafe in der Früh gerne lange. Schwimmen. Schwimmen oder einen Tuffer machen. Einen Tuffer machen. Gehen wir im See schwimmen? Gehen wir auf den See, einen Tuffer machen. Ist das wie ein Tupfer, also so wie reinspringen? Ist das das Wörtliche? Ich glaube, es gibt genau die gleiche Aussage auf Italienisch. Fare und Tuffo. Was heißt einen kurzen Schwimmgang machen, sagt man. Kurz ins Wasser hüpfen. Also ihr habt das wörtlich aus dem Italienischen quasi. Genau, genau. A Tuffo machen. Ja. Geil. Herunterfallen. Auch herfallen. Oh nein, mein Handy ist heruntergefallen. Oh nein, mein Handy ist auch gekugelt. Ich dachte, Handy heißt Cellulare. Genau, Handy oder Cellulare. Also Cellulare ist je nach Situation. Knochen gekugelt. Ochen gekugelt. Ochen gekugelt. Uff. Krach machen. Casino machen. Casino? Also das Casino, wo ich spiele? Genau, es gibt in Italienisch Casino. Ah. Was heißt Krach? Und dann gibt es Casino. In Italienisch ist das Casino. Ah, Casino machen. Kitzeln. Gutscheln. Bist du kitzelig? Bist du gutschlig? Jetzt kommen wir zu den lustigen Adjektiven im Südtiroler Dialekt. Hässlich. Wilde. Wilde. Oder schier. Ah, diese Tasche ist ja wirklich hässlich. Die Tasche ist brutal wilde. Rutschig. Hale. Der Boden hier ist rutschig. Der Boden da ist Hale. Vielleicht. Magari. Ist das Italienisch, ja? Genau. Vielleicht regnet es morgen. Magari regnet es morgen. Wow. Ich sage im Deutschen, in Deutschland, genau. Secco. Secco. Auch Italienisch. Mhm. Böse. Bärs. Bärs. Betrunken. Psoffen. Psoffen. Besoffen sagen wir auch. Ihr sagt dann ohne E. Psoffen. Gibt es noch andere Wörter? Es gibt, das ist ganz lustig, es gibt Mole. Mole? Mole heißt besoffen im westlichen und mittleren Teil von Südtirol. Und im östlichen Teil von Südtirol heißt Mole der Zustand nach dem, also am nächsten Tag. Wenn man einen Kater hat. Genau, das ist Mole in Pustertal und sonst besoffen. Das ist toll. Wir haben auch in Deutschland sehr viele unterschiedliche Wörter. Ich habe mal gezählt, ich glaube, wir haben 80 verschiedene Adjektive für betrunken. Echt? Müssen wir demnächst mal ein Video zu machen. Habt ihr, wie viele habt ihr hier so? Ich glaube, Mole und Psoffen wird am meisten benutzt. Okay. Ja. Ich bin schon wieder besoffen. Bin schon wieder Mole. Wenn man nach Südtirol kommt, möchte man natürlich auch die lokalen Schimpfwörter lernen. Da habt ihr auch tatsächlich einige Sachen, die ich noch nie gehört habe. Was ist denn zum Beispiel ein böser Junge oder ein schlimmer Junge, der viel Quatsch macht? Ariffel. Ariffel. Oder Rotzbui. Der Rotzbui. Du Rotzbur. Sagen das dann so ältere Menschen zu Kindern, die Quatsch machen? Genau. Oder ein Schlottra. 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 Wenn ich jetzt sage, ach, so ein Mist. Balle. Balle. Was heißt das? Woher kommt Balle kommt vom Italienischen für Bälle. Ah. Aber ist wahrscheinlich Eier gemeint. Ich sage Scheiße. Merda. Italienisch, genau. Schätze ich. Was mich interessieren würde, bei uns benutzen wir viele Fäkalwörter. Wir sagen nicht nur Scheiße, sondern auch Kacke, Pisse, verpiss dich. Habt ihr auch solche Wörter hier? Nein, ich glaube, die werden alle ersetzt mit italienischen Fluchwörtern. Ah, okay. Ihr verzichtet auf die Fäkalwörter und nehmt dafür italienische Schimpfwörter. Der Südtiroler flucht sehr gerne auf Italienisch. Sag mal ein paar Wörter, die ihr auf Italienisch benutzt. Entschuldige an alle Italienischsprecher im Voraus, sind Wörter wie Bottega, sei nicht so schlimm. Dann gibt es Puttana, Dio Porco, Dio Cane. Was heißen die? Dio Cane zum Beispiel heißt einfach Dio Gott und Cane Hund. Du Hund Gottes oder du Gottes Gott, Hund. Gott, Hund. Gott Hund. Theoretisch. Gottloser Hund. Wenn irgendwas passiert und ich bin erschrocken, sage ich, oh Gott. Dio Buono.
übersetzt guter Gott. Guter Gott. Das kann man auch sagen auf Deutsch, oder? Also kann man das sagen, ihr seid schon gut am Fluchen auf Italienisch. Ja, ja, also auf jeden Fall. Es ist interessant, weil wir ja im Deutschen zum Beispiel gerne englische Schimpfwörter übernehmen, weil die für uns weniger stark klingen. Wenn ich aber im Deutschen dann englische Schimpfwörter benutze und irgendwie Shit oder das F-Wort sage, was ich öfter mache im Deutschen, weil es klingt für mich nicht so stark wie das gleiche Wort, das ich auf Deutsch benutze. Interessantes Konzept ist bei uns genau das gleiche. Weil wir deutschsprachigen Südtiroler italienische Wörter verwenden und die nicht so stark klingen. Ja. Aber wir würden mit jemandem, der Italienisch redet, nie so fluchen, weil dann ist es viel schlimmer. Echt? Mhm. Oh wow. Machen wir nochmal ein Abschlusswort, wenn ich jetzt sage, du sollst weggehen und ich sage dann, verzieh dich oder verpiss dich. Was sagst du? Stell die. Stell die? Stell die. So wie stell dich hin. Oder verstell dich eher. Ah. Stell die. Genau. Sagt ihr auch schleich dich? So wie in Österreich? Na. Oder in Bayern? Nee. Nein. Stell die. Wenn man ganz frech sein will, sagt man Stanz als Kurzwort für die Stanz. Stanz! Zum Abschied wollen wir noch mal einen Test machen. Wir haben ja jetzt nur einzelne Wörter und Sätze gehört und ich möchte gerne mal eine kleine Geschichte von dir hören und dann testen wir, was ich verstehe. Ich bin in der Früh aufgestanden und mit der Beachy ins Büro gefahren. Im Büro bin ich vor dem Computer gesessen und habe gearbeitet. Zum Mittag habe ich dann etwas gegessen und danach habe ich einen Ankerle gemacht. Und auf Nacht bin ich dann nach dem Fernsehschauen schlafen gegangen. Okay, ich verstehe erstaunlich gut. Also du hast jetzt so gesprochen, wie du mit deinen Freunden sprechen würdest. Ja. Genau. Also du bist am Morgen aufgestanden, bist mit einem Gerät zum Büro gefahren. Genau, also alternativ für Fahrrad sagen wir entweder Radl oder Bici, auf Italienisch Bicicletta, Bici. Bici, mit dem Bici ins Büro gefahren. Genau. Okay, dann sag nochmal, was du dann gesagt hast. Du hast vor dem Computer gesessen? Ich habe vor dem Laptop gearbeitet, also vor dem Laptop gearbeitet, eigentlich am Laptop gearbeitet, genau. Bin ich zum Mittag etwas essen gegangen? Ich bin zum Mittag etwas essen gegangen. Genau. Dann habe ich einen Ankerle gemacht. Dann habe ich vermutlich einen Mittagsschlaf gemacht. Genau. Ein Ankerle. Nankerle. Nankerle. Genau. Und dann bin ich heimgegangen und vor dem Schlafen gehen habe ich auf Fernsehen geschaut. Ja, und dann bin ich nach Hause gegangen und vor dem Schlafengehen habe ich nochmal Fernsehen geschaut. Genau. Ja, eigentlich gut zu verstehen. Klar, hängt extrem von der Situation ab, aber bei normalen Situationen, glaube ich, ist schon mehr ein Akzent vielleicht. Aber man muss natürlich die ganzen italienischen Wörter beachten. Genau. Und wenn du dann fluchst, verstehe ich wahrscheinlich gar nichts. Wahrscheinlich nicht, nein. Ja. Moritz, vielen Dank, dass du mitgemacht hast bei unserem kleinen Dialektvideo heute. Es hat uns sehr gefreut. Wir möchten gerne die Dialekte auch weiter kennenlernen. Am Sonntag werdet ihr mal sehen, wie Manuel hier auf der Straße mit Menschen gesprochen hat. Er hat also Menschen interviewt und hat dann auch den Test gemacht und geschaut, ob er sie versteht. Ihr könnt das dann auch mit Untertiteln mal mitlesen. Und wenn ihr Lust habt, auch mal euren Dialekt vorzustellen, so wie Moritz, oder ihr kennt jemanden, der spricht einen Dialekt und ihr versteht immer nichts, wenn diese Person im Dialekt spricht und denkt, das wäre mal jemand, der könnte mal bei Easy German mitmachen, schreibt uns gerne eine E-Mail an info@easygerman.org, denn wir würden gerne noch weitere Dialektvideos machen. Danke Moritz, dass du dabei warst heute. Danke euch. Da kommt schon wieder der Hubschrauber. Tschüss, liebe Leute. Tschüss.